Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ja, ich habe meinen Podcast umbenannt und zwar heißt er jetzt Human and Nature und es geht jetzt generell in dem ganzen Podcast immer noch ums Fahrradfahren, ums Mountainbiken, generell ums Touren-Mountainbiken. Aber ich möchte den Schwerpunkt jetzt in den nächsten Folgen auf das Thema Natur schwenken. Und zwar nicht nur auf das Thema Natur, sondern auf das Thema Menschen-Natur. Und auch spielt die Fotografie da bei mir jetzt mittlerweile eine sehr große Rolle. Das Mountainbiken natürlich auch, weil das auch in der Natur stattfindet. Ansonsten gehört dann auch noch das Thema Abenteuer und Outdoor und Abenteuer sowie Reisen gehören dann auch noch dazu. Ich möchte in den nächsten Folgen auf jeden Fall auch noch ein paar neue Interviewpartner dazu gewinnen. Wir hatten ja jetzt in den letzten Folgen, in der letzten Folge haben wir natürlich mit Sascha Beselt gesprochen und das möchte ich jetzt auch ausweiten und mehr andere Leute in den Podcast holen. Ich hatte das Thema Mountainbike ja sowieso vorgehabt. Leider habe ich da aber nicht genug Leute rankriegen können, die sich mit mir darüber unterhalten, weil ich halt noch ein kleines Lichtlein bin am Horizont der Podcasts und würde dann dementsprechend auch gerne dann Fotografen und andere Gäste einladen. Zum Thema Fotografie, worum geht es? Um welche Themen der Fotografie geht es generell? Also auf jeden Fall um die Naturfotografie. Zur Naturfotografie zähle ich persönlich und auch hier in meinem Podcast auf jeden Fall das Thema Umwelt generell, also Wald, alles Mögliche. Auch Tiere, also Wildlife gehört da auf jeden Fall dazu, weil ich mittlerweile angefangen habe mit der Wildlife-Fotografie und ich möchte das nicht nur auf Wildlife versteifen, sondern möchte dann schon auch generell die Natur fotografieren. Ich bin ein sehr, sehr naturverbundener Mensch und möchte das ja auch beibehalten und auch in Fotos ausdrücken. Dazu würde ich dann halt auch gerne mein Wissen, was ich mir aneigne, zum Thema Natur, Fotografie und alles Mögliche möchte ich dann auch mit euch teilen. Was gehört noch zu meiner Fotografie? Es geht auch um Menschen, um Städte, also Street Photography. Soll da auch dazu zählen, soll jetzt nicht viel werden, größtenteils natürlich Natur, aber ich finde auch die Street Photography, die gehört auch zur Natur in dem Sinne, so wie ich das erzählen möchte, nämlich wie die Menschen im Einklang mit der Natur leben. Das behandeln wir aber auch nochmal separat in einer einzigen Folge. Was gehört noch dazu? Landschaften auf jeden Fall und Astronomie, also Astrofotografie, sollte auch dazu zählen. Das Ganze werde ich zu Fuß, also die meisten Sachen werde ich natürlich zu Fuß erkunden, mit dem Auto, mit dem Flugzeug oder mit dem Fahrrad. Und deswegen gehört das Mountainbiken auch dazu. Aber es dreht sich halt nur um das Thema Mountainbiken, Tourenfahren, um sonst nichts. Ich möchte da nicht groß auf irgendwelche Technikfragen eingehen. Vielleicht ja, bei größeren Touren auf jeden Fall. Aber es geht generell einfach um die Erfahrung in der Natur dann. Ja, das gehört dazu. Reisen und Abenteuer, habe ich gesagt. Mountainbiken und Outdoor, habe ich gesagt, ja. So, das gehört jetzt, das soll jetzt in den nächsten Monaten Thema dieses Podcasts werden. Also, es wird nicht mehr allein nur um Fahrräder gehen, sondern generell um das Thema Natur. Human and Nature, was man vielleicht persönlich ein bisschen besser machen sollte, was ich in der Natur erlebe, sei es mit dem Fahrrad, mit zu Fuß oder was weiß ich. Ich bin auch seit diesem Jahr
Waldbesitzer. Ich habe ein eigenes Stück Wald und mit diesem Stück Wald habe ich auch noch einige Projekte vor, wovon ich dann auch hier erzählen möchte. Es geht jetzt nicht darum, wie man Holz macht oder sonst irgendwas, sondern es geht generell um die Beobachtungen, die ich da im Wald mache und was ich da so vorhabe. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es auch schon einige Videos, denn ich habe da zwei Wildkameras montiert und da werde ich dann auch eingehen. So, ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt das ruhig in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail oder was weiß ich. Ihr könnt mir das alles zuschicken. Wir gucken uns das dann zusammen an und ich versuche die Fragen dann auch in dem Podcast zu beantworten. Generell wird das Hauptthema die Eifel sein, weil ich aus der Eifel komme und sehr viel in der Eifel unterwegs bin. Und dementsprechend werden die meisten Folgen dann auch in der Eifel ablaufen. Ich werde natürlich auch noch reisen und mit dem Auto fahren und was weiß ich. Und das möchte ich dann auch irgendwann mit euch teilen. Ansonsten zum Fotografie-Equipment, was sich da Neues tut, was ich mir anschaffe. Ich möchte jetzt nicht auf irgendwelche News eingehen oder sonst irgendwas, sondern generell nur das, was ich nutze. Und so soll das auch mit dem Fahrrad sein. Also welches Fahrrad ich nutze, welches Fahrrad ich fahre, wusstet ihr ja schon oder wissen vielleicht die meisten, die vorher die Folgen gehört haben. Und ja, ich würde sagen, ich überlege mir das Thema für die nächste Folge. Und wenn euch das nicht interessiert, wenn ihr dann eher an Sachen und anderen Sachen interessiert seid, dann könnt ihr die Folgen einfach überspringen und ich werde das dann vielleicht so machen, dass ich im Titel dann anteaser schon, worum es geht. Ja, gut, dann wünsche ich euch bis hierhin noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Wir hören uns ja nur. Tschö.